vom Land aus hier am Nordmeer, habe ich ja schon mehrfach gezeigt, aber vom Land aus mit den Grundrouten am Nordmeer, das habe ich noch nicht so häufig gezeigt. Ja, und der Big Cowley hat hier schon mehrfach gestanden an seinem Spot hier auf 33 oder 34, je nachdem, wo man steht, einen Meter vor, einen Meter zurück. Also sagen wir mal jetzt hier so auf 33, 518 und hat hier auch schon einiges rausgezogen, mehrfach auch schon gesagt, Alden, probier mal. Und ich habe schon ein paar Mal probiert und auch in verschiedenen Entfernungen probiert, mehrfach getestet, was denn hier so geht. Komm mal ran hier, Alter, mach dich mal nicht so schwer. So, fast 10 Kilo Steinbutt, Alter. Ja, und ich habe jetzt wieder mal getestet. Dritter Tag jetzt quasi in Folge, wo ich gerade so ein bisschen rumprobiere. Ja, so ungefähr. Und ich teste jetzt gerade mal wieder etwas näher dran. Also, erster Test war etwas weiter hier rechts drüben. Und dann nach da hinten geworfen, zu diesen 3, 4 Pömpeln, also in diese Richtung, zu den Büschen. Und jetzt der nächste Test, also hier war das auf 45 Meter, war so lala, also zu viel von den kleinen hier, Seeskorpionen, Schellfisch, das wollen wir gar nicht haben. Nächster Test war jetzt hier in die Richtung, 45 bzw. 40 Meter, zu diesen Büschen, auch noch nicht so richtig ergiebig und überzeugend. Und jetzt gerade, wo sofort die erste Klische reinging und wo es auf einmal ein bisschen mehr abgeht, das ist hier vorne im Nahbereich. Und da muss ich tatsächlich gleich erstmal den Clip so ein bisschen ausprobieren. Wir haben ja hier verschiedene Abstufungen, wir sehen das gleich auf der Map. Warte mal, ich werfe mal jetzt so locker nochmal raus. Also, gar nicht so ganz weit. Zap, zap, zap. Hier war sogar noch offen. So, gucken wir uns das mal eben an auf der Map. Also, hier ist die Position. Das heißt, wir rennen einfach vom Hafen aus. Rennen wir einmal hier herum. Hier ist der Holzanleger. Und dann geht es eben weiter hier noch ein Stückchen weiter. Genau. Da vorne sieht man es, da ist der Holzanleger. Und dann rennen wir quasi einfach noch ein Stückchen hier weiter hin. Und auf der Map sehen wir eben hier verschieden farbige Bereiche. Und eben auch hier in diesem Bereich Kanten. Und wir wollen so ungefähr an diese Kanten werfen, dass man da eben in, ja ich sag mal, in so Spotbereiche kommt, wo einfach nochmal ein bisschen mehr abgeht. Und jetzt bin ich hier gerade ein bisschen näher unterwegs und da funktioniert es halt deutlich besser, ne? Also einfach hier wieder ein bisschen probieren vom Land aus, nicht nur mit den Ködern, ich meine, da sind wir ja so ein bisschen eingeschränkt mit zwei verschiedenen Köderarten, die man sich relativ leicht kaufen kann, aber ja, ansonsten müssen wir eben da auch ein bisschen probieren, wirklich von der Tiefe können wir ja nicht probieren, wir müssen halt die Tiefe nach vorne sozusagen, die müssen wir halt testen und ausprobieren. Und dann kommt man hier auch zu ganz guten Ergebnissen. Apropos Köder, ja, die Köder sind teuer. Ist das also ein Spot, um Silber zu machen? Geht so eigentlich nicht. Ich teste jetzt gerade mal eben hier den Clip. Gehen wir mal auf 25, kann das sein? Nee, noch nicht mal. Ich würde fast sagen, es sind eher 20 Meter. Ich klippe das jetzt gerade nochmal. Gehen wir mal auf 20 Meter. Kann das? Jetzt geht er auf jeden Fall ran. Ja, ungefähr 20 Meter würde ich sagen. Ungefähr 20 Meter sollte passen. So. Also weiter ist das gar nicht. Ja, dann gehen wir hier auch nochmal runter. Zack, auf 20 Meter in den Clip. Ja, gehen wir so ziemlich genau rein. Also mit 20 Metern sind wir doch als Clip, sind wir doch da ganz gut mit unterwegs. Ich habe einfach jetzt ausgeworfen, aufgeladen mit meinem Setup so bis 20 nach. Setup ist so zusammengebaut hier mit dem Wattwurm, mit dem großen 3-0er Haken. Geflochtenes Vorfachsmaterial. Wenn du das testest,
Lass uns mal ein bisschen suchen. Welche Vorfachmaterialien wirken am besten? Also gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Mit welchen Vorfachmaterialien hattest du die besten Ergebnisse, die dicksten Brocken dran? Was war für dich gefühlt von der Frequenz am besten? Die letzten 3 Tage testen jetzt. Hat bei mir vom Gefühl her bis jetzt erstmal nur gesagt, alles klar, geflochtenes Vorfachmaterial, dieses Karpfen-Vorfachmaterial ist am effektivsten, am besten von der Frequenz. Aber ob das jetzt vielleicht auch von der Größe her, von der Größe der Fische her am besten ist, das ist natürlich jetzt die große Frage. Gehen da die Trophies rein oder nicht? Bei den Hakengrößen ist es eine ganz wilde Geschichte. Sowohl auf einem 1er Haken als auch auf einem 4-0er Haken werden hier richtig große Fische gefangen. Also das variiert sehr. Wobei ich auch da das Gefühl habe, dass beim 4-0er Haken der Durchschnitt der Fische dann doch ein bisschen größer ist. Jetzt habe ich hier einmal einen 1er Haken drauf mit Wattwurm. Und zweimal den 3-0er Haken, einmal mit Wattwurm und einmal mit dem Seeringelwurm. Also das sind jetzt hier, das ist das komplette Set. Jedes Mal mit einem steinigen Untergrund, Stein als Blei, Steinfarben. Vom Untergrund her gucken wir aber da auch nochmal eben rein. Wenn ich jetzt hier in der Höhe unterwegs bin gerade. So, gehen wir mal hier raus auf, na, machen wir mal so ungefähr 22 Meter. Da muss ich noch ein bisschen weiter werfen. Was haben wir hier für einen Untergrund? Das ist halt immer die große Frage. So. Und da, genau, sind wir jetzt auf 22 Meter. Geschwindigkeit ein bisschen runterstellen und dann locker durchziehen. Und kommt schon eine Meldung oder sinkt es erst noch runter? Sand und Kies als Untergrund. Sand und Kies, Sand und Kies, Sand und Kies. Hier auch alles Sand und Kies. Das ist auch gar nicht so schlecht. Das nehmen wir doch so gerne mit. Sand und Kies. Ich werfe aber trotzdem nochmal ein bisschen weiter. Weil ich vom Gefühl her, man zieht so lange erst ein. So, ab in den Clip. Lange absinken lassen, bis das da unten angekommen ist. Das geht ja doch hier ziemlich steil runter. Und dann gleich nochmal locker durchziehen, was wir da vorne in dem Bereich haben. So, jetzt sind wir, glaube ich, unten angekommen. Ihr seht, die Schnur geht richtig steil runter. Also es ist auch echt tief hier vorne schon. So, kommt da schon was? Immer noch nicht. Jetzt doch. Also auch hier direkt wieder Sand und Kies. Und das müsste jetzt auch in dem Bereich von 20 Metern so sein. Also, perfekt. So kann das gehen. Und jetzt gucken wir hier gerade nochmal eben auf der Map von den Entfernungen her. Wenn wir jetzt hier nochmal ranzoomen und uns die Entfernung angucken. Also, diese weiße Linie hier oder diese Kante zwischen ganz hellem, fast weiß zu hellblau, das sind tatsächlich um die 20 Meter. Vielleicht macht man so auf 21 Meter rum, aber ungefähr um die 20 Meter. Und dann kommt hier nochmal so eine Linie, ein ganz leichter Unterschied zwischen dem hellen und dem etwas dunkleren Blau, da sind wir dann bei 40 Meter. Also das, was quasi auch im Discord schon geteilt wird, die Entfernung, die geteilt werden, die Informationen, die alle machen. Also wenn man so ungefähr auf 20 bzw. auf 40 Meter ist, da funktioniert das ganz gut, weil da eben wieder diese Gewässerkanten sind. Und wie wir ja wissen, sind Spots gerne mal an solchen Gewässerkanten. Eine Möglichkeit jetzt, wie gesagt, hier auf 20 Meter, andere Möglichkeit auf 40 Meter. Da vielleicht einfach auch nochmal ein bisschen testen, wie da bei euch die Frequenz ist. Viele stehen hier auch einfach mit 2 Grundrouten nebenbei und haben die dritte dann aktiv. Und dann kann man hier eben auch ganz normal mit der Pilkroute und Meeresjig zum Beispiel rumhantieren. Das funktioniert dann natürlich auch immer ganz gut, dass man dann eben aktiv noch was macht. Oder man angelt hier eben komplett AFK sozusagen, so halb nebenbei angelt man so ein bisschen und hofft, dass da was Dickes reingeht. Wie gesagt, von den Ködern her ist das sehr teuer. Richtig viel Silber machen kann man hier, glaube ich, eher nicht. Es ist eher so ein Plus-Minus-Null-Ding. Denn wenn man sich hier die Köder kauft, den Wattwurm,
dann landen wir hier mit den Ködern für 30 Köder bei fast 200 Silber. Und das ist natürlich schon mal eine Ansage. Also damit muss man natürlich auch eigentlich schon die richtig guten Dinger rausziehen, damit es sich lohnt. Und das passiert hier halt äußerst selten. Ich hatte Tage, da waren hier von den Klischen, waren hier schon richtig große dabei mit über 2 Kilo. Das hat sich dann auch wirklich gelohnt. Aber natürlich auch hier mit dem Steinbutt, das haut natürlich auch kohlemäßig rein. Aber es sind eben auch immer wieder, und ihr seht es hier unten, viele dabei, die sich eben überhaupt nicht lohnen. Kleine Schellfische, Seeskorpione, die versauen dann natürlich immer diesen Durchschnitt. Das Ganze kann man natürlich auch an verschiedenen anderen Stellen testen. Also einmal hier vorne noch direkt an dem Anleger oder natürlich da hinten auf dem Affenfelsen. Da geht das natürlich dann auch. Also das sind so die Bereiche, die man dann immer ganz gut nutzen kann. Wobei ich muss sagen, hier in diesem Bereich ist es eben sehr angenehm. Es ist vor allem flach. Da hinten bei dem Affenfelsen geht es so steil runter, 60, 70 Meter. Dann braucht es alleine schon so lange, bis der Köder unten angekommen ist. Also das ist gar nicht so interessant. Da doch dann lieber hier im flachen Bereich und vor allem im Nahbereich. Da ist es auch deutlich angenehmer. So, direkt nochmal wieder raus. Genau, schön entspannt hier auf die 20 Meter. Apropos, wenn das hier so bimmelt, immer mal wieder kontrollieren. Selbst einmal Gebimmel kann schon direkt ein Biss sein. Also das kann dann schon direkt losgehen hier. Nur auf einfachen, kurzen Gebimmel immer mal wieder kontrollieren, ob denn da wirklich was dran ist oder nicht. Ja, so viel dazu. Einfach mal testen hier mit den Karpfenruten, mit verschiedenem Setup. Wie gesagt, gerne unten reinschreiben in die Kommentare, was oder welches Vorfach für dich am besten war, welche Hakengröße am besten funktioniert hat, dass wir das so ein bisschen teilen können und dass man hier Stück für Stück immer mehr erfährt, was denn am besten funktioniert. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren gefällt mir und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr und zurzeit, bis ich hier die nächsten paar Trophys gefangen habe, jeden Tag live auf Twitch ab 19 Uhr. Bis dahin.